bin Jan, 20 Jahre alt, habe mein Abitur 2019 gemacht und sofort dann die Ausbildung als MTA angefangen. Ich bin Christian, ich bin 25 Jahre alt, habe erst Biologie studiert und danach eine Ausbildung hier angefangen. Ich bin auf die Ausbildung aufmerksam geworden durch ein Sozialpraktikum von meiner Schule aus. Ich habe mich einfach beworben als Praktikant 2 Wochen in der Radiologie und bin dann halt auf die Ausbildung gestoßen. Bin dann mit den Kollegen in Kontakt getreten, was man dafür haben muss für die Ausbildung. Das ist Hochschulreife oder Abitur. Hier geht 3 Jahre die Ausbildung, habe mich dann beworben und wurde angenommen. Während der Ausbildung wechselt man in einem Rhythmus von 2 bis 3 Monaten zwischen Theorie und Praxis. Während des Theorieteils hat man ganz normal Unterricht. Der findet statt in der MTAA-Schule des Universitätsklinikums. Und während des Praxisteils wechselt man zwischen den 3 großen Bereichen Nuklearmedizin, Diagnostik und Strahlentherapie. An dem Job gefällt mir am meisten, dass man stetig mit Leuten in Kontakt treten kann, vor allem mit den Patienten und halt auch im Team. Und dass ich eine Mischung gesucht habe zwischen sozialen und naturwissenschaftlichen. Und da habe ich die perfekte Mischung gefunden. Am meisten gefällt mir an dem Job der abwechslungsreiche Arbeitsalltag. Jeder Tag ist anders, man trifft viele neue Menschen und selbst die unterschiedlichen Bereiche im Job sind komplett verschieden. Das heißt, wenn einem der Bereich nicht so passt, kann man immer noch wechseln. Am meisten gefällt mir der Bereich Strahlentherapie, wo man dann die Patienten wochenlang jeden Tag trifft und auch eine Beziehung zu denen aufbaut und dann auch sieht, wie es denen besser geht und wie die Behandlung verläuft. Also man sollte auf jeden Fall als kleinen Tipp keine Scheu haben, mit Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt, mit schwerkranken Menschen, aber halt auch mit Arbeitskollegen im Team sollte man gut klarkommen können. Aber man sollte auch naturwissenschaftliches Interesse an Physik, Anatomie, Biologie, wie der Körper funktioniert und wie halt auch die Technik der Röntgenbilder funktioniert, sollte man auf jeden Fall haben. Man sollte auf jeden Fall sehr flexibel sein. Man hat zwar Regelungen, wie man sich verhalten soll, aber jeder Patient ist anders und man muss sich auf jeden Patienten neu einstellen.